Bei mir zu Gast im Studio ist jetzt der Gewinner des Branchenpreises pro Klima, Dr. Markus Masur. Herr Masur, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja. Womit Sie gewonnen haben, Sie sind ja noch mitten im Gründungsprozess, das gucken wir uns jetzt erstmal in einem kurzen Einspielfilm an, der auch beim Startup-Impulswettbewerb gezeigt wurde, um darzustellen, was Sie eigentlich erfunden haben. Mein Name ist Dr. Markus Masur. Ich komme von der Parabolix Solar. Parabolix Solar soll Solarenergie maximal effizienter machen. Die Geschäftsidee besteht in der Konzipierung eines hocheffizienten Nachführsystems für die Aufdachmontage. Die besondere Innovation besteht in der Linientopologie des Systems, welche es erlaubt, mit einfachsten mechanischen Mitteln und nur zwei Stellantrieben sehr lange Strecken aufzubauen und große Flächen in ihren Schwerpunkten zu bewegen. Wir hoffen, dass dieses Konzept in der Zukunft zum Standard für die Aufdachmontage werden wird und damit die Festinstallation ablöst. Herr Masur, Sie haben ja den Branchenpreis pro Klima gewonnen. Der ist mit 10.000 Euro dotiert. Wie haben Sie davon bisher profitiert, abgesehen vom Geld? Ja, dieser Preis eignet sich hervorragend als Türöffner, insbesondere wenn Sie in Unternehmen auf Partnersuche gehen, wenn Sie mit Nicht-Technikern sprechen. Erweckt dieser Preis den Eindruck, dass dieses Konzept doch schon geprüft wurde von Sachverständigenseite, sodass sie doch einfacher mit dem Produktmanagement und der Technik verbunden werden und somit leichter den Weg Richtung Geschäftsführung und Richtung Entscheider gehen können. Also der Preis bringt etwas zur Partnersuche, es ist ein Türöffner, ja. Aber nicht mehr. Haben sich denn schon Türen geöffnet? Es gab schon einige Gesprächstüren, jawohl, ich hatte schon einige Gespräche. Allerdings ist die Branche der Solarenergie momentan sehr abwartend. Man scheut Investitionen aufgrund der unklaren Sachlage hinsichtlich Förderung, hinsichtlich Rentabilität. Man ist erstmal nicht innovations- und investitionsfreudig in dieser Branche. Das hängt wahrscheinlich auch mit den jüngsten Pleiten in der Branche zusammen, ne? Ja, diese Pleiten sind einfach das Resultat aus den nicht mehr oder vorhandenen Subventionen oder aus den stark abgebauten Subventionen, was einerseits ganz gut ist, aber andererseits hätte es ein wenig gleichmäßiger, langsamer erfolgen sollen, um eben Unternehmen die Chance zu geben, auch darauf zu reagieren. Trotzdem hat Ihnen der Wettbewerb und die Teilnahme am Wettbewerb ja sicherlich viel Know-how gebracht, um genau diese Probleme auch dann hoffentlich demnächst zu überwinden. Genau. Das haben meine Kontakte, die ich zu verschiedenen Unternehmen aufbauen konnte, tatsächlich bewirkt. Das Konzept, mit dem ich gewonnen habe, ist schon wieder Schnee von gestern. Nein, ist es nicht. Es wurde massiv verbessert jetzt von mir, damit ich mit den Mechanikkosten runterkomme. Und damit die Windanfälligkeit des Systems reduziert wird. Das ist gelungen, nachgewiesen ist es nicht, aber ich bin mir sicher, rein rechnerisch zeigen sich gute Werte. Und mit diesen verbesserten Systemen werde ich eben auf die nächsten Partner zugehen. Ihre angestrebten Kunden sind ja Großkunden, Geschäftskunden, richtig? Genau, also die Zielmärkte für dieses Photovoltaik-System, welches nachgeführt auf dem Dach montiert wird, also die Solarfläche richtet sich immer optimal in Richtung auf die Einstrahlung aus, das bedeutet nachführen, rentiert sich erst ab 500 Quadratmeter Dachfläche, 180 Quadratmeter Solarfläche. Zielkunden sind für mich Unternehmen der produzierenden Industrie oder Logistikzentren, diejenigen Kunden, die einen großen Eigenbedarf haben. Das ist wichtig, da Sie mit meinem System den Eigenbedarf, den Sie haben, decken können, tageskontinuierlich, weil es nachgeführt ist, und Sie nicht einspeisen müssen ins Netz. Diese Kunden sind nicht darauf angewiesen, ins öffentliche Energienetz einzuspeisen und damit Geld zu erzielen, um das System rentabel zu nutzen. Ja. Also Ihnen fehlt jetzt der Partner, der sich traut, trotz der Krise in der Solarenergie mit Ihnen ein Modellbeispiel auf die Beine zu stellen, nehme ich mal an, und dann Kunden zu gewinnen. Richtig, es geht zunächst um den Prototypenbau einer solchen Anlage, damit diese TÜV abgenommen werden kann. Hinsichtlich der Sicherheit muss ja einiges zertifiziert werden
Und zum anderen muss auch ein Endkunde sicher sein, dass er den Mehrertrag, den ich verspreche, auch bekommt. Ja. Auch dieses muss zertifiziert werden. Ja. Es muss also wirklich ein Prototyp gebaut werden. Und hier fehlen dann die Zertifikate, um einerseits juristische Vertriebssicherheit zu erzielen, aber natürlich auch ganz wichtig, das Kundenvertrauen. Mhm. Natürlich müssen Sie das nachweisen können. Ja. Herr Masur, ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen, dass vielleicht auch durch diese Sendung Partner an Sie herantreten, und bleiben Sie hartnäckig. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit dieser sehr guten Geschäftsidee. Vielen Dank. Ja. Das werde ich versuchen.